Ah, Weihnachten. Ich glaube, wir wissen alle, was das heißt, oder? Ein unglaublicher Haufen scheiß Arbeit für mich, weil ich im Einzelhandel arbeite. Aber davon abgesehen, ich war nicht vollkommen überarbeitet. Ich habe herausgefunden, dass ich niemals, unter welchen Umständen auch immer, jemals singen sollte und habe ein Skript geschrieben. Ein Skript zu Sword Arts Online. Allerdings ist mir danach klar geworden, dass das Video ziemlich lang werden würde. Dass ich für die komplette Zeit dieses dämliche, hässliche Gesicht in meiner Fresse haben müsste. Also habe ich mich dazu entschieden, erst einmal was anderes zu machen. Und weil jeder Kacknerd da draußen gesagt hat, dass Skyrim dies schlecht gemacht hat und das schlecht gemacht hat, möchte ich jetzt meine eigene kleine Wunschliste rausbringen für The Elder Scrolls Teil 6. Es wird niemand auf mich hören, aber hey, das ist mein Kanal. Also fangen wir an mit dem ersten Teil. Zuallererst möchte ich mit den Rüstungen anfangen. Einfach aus dem Grund, weil das einer der Punkte ist, wo sehr viel und sehr offensichtlich gespart wurde. In Morrowind war es so, dass es vier Arten von Rüstungen gab. Rüstungslos, leichte Rüstung, mittlere Rüstung und schwere Rüstung. Mittlerweile gibt es noch zwei Arten von Rüstung: leichte Rüstung und schwere Rüstung. Was ein paar kleine Nachteile hat. Unter anderem den Nachteil, dass ein Krieger, den ich spiele, etwa so aussieht, ein Dieb etwa so aussieht und ein Magier etwa so aussieht. Es gibt als Magier keinen Grund, irgendwelche Roben zu tragen. Ich muss zwangsläufig Rüstung tragen, weil ich ansonsten schutzlos bin. Und wenn mir einer von euch mit Verzauberung kommen möchte, nein, ich kann die magischen Roben entzaubern und wieder verzaubern, aber auf Rüstungen. Das heißt, ich habe den kompletten Rüstungsschutz in der dädrischen Rüstung, aber habe die magischen Vorteile meiner Roben. Oder, wenn ich vernünftig verzaubern kann, habe ich den Vorteil, dass ich zum einen magische Verzauberungen draufhauen kann, also mehr Magicka, weniger Kosten für Zauber etc. Und ich kann außerdem die Zauber raufhauen, die ich im Nahkampf bräuchte. Das heißt, meine Rüstung ist noch besser, als sie eigentlich sowieso ist, mein Zweihänder ist besser und so weiter. Ich beschwere mich nicht, dass mein Charakter overpowered ist. Ich beschwere mich, dass jeder Magier, den ich jemals gespielt habe, in Rüstung rumlaufen muss, weil alles andere dämlich wäre. Also wäre mein erster Wunsch, dass wir die vier Rüstungsarten wieder zurückbringen. Das soll nicht heißen, dass mein T-Shirt kugelsicher sein soll, aber es soll heißen, dass ich zumindest einen gewissen Rüstungsschutz haben möchte in meinen Roben, damit es einen Sinn macht, sie zu tragen. Außerdem sollte man mittlere Rüstungen wieder zurückbringen, weil jeden Scheiß in leicht und schwer aufzuteilen nicht wirklich viel Sinn macht. Eine weitere Anregung, die ich hätte, wäre, den Schmiedebaum komplett abzureißen und neu zu basteln. Einfach mit der Idee, dass eine Rüstung in diesem Fall aus zwei Teilen besteht. Aus dem Material und aus der Form. Die Idee dahinter ist, dass ich nicht 5000 Eisendolche schmiede, mir dann das nötige Material vom Alchemisten und vom Schmied kaufe und rumsbums habe ich eine volle dädrische Rüstung. Sondern, dass ich mir zwar das Material holen kann, dass die besten, in Anführungsstrichen, Rezepte für Rüstungen aber in irgendwelchen alten Ruinen sind. Das heißt, ich kann mir zwar eine Rüstung aus zwergischem Metall schmieden, aber wenn ich eine zwergische Rüstung haben möchte, muss ich dafür questen gehen. Was Rüstung wieder deutlich interessanter macht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber in Morrowind gab es kein Schmieden. Gut, es gab Schmieden, aber nicht in dem eigentlichen Sinne. Schmieden war dazu da, Rüstungen zu reparieren, nicht neue Rüstungen herzustellen. Das heißt, alle Rüstungen, die man hatte, musste man kaufen oder finden. Und eine zwergische Rüstung oder eine dädrische Rüstung bei irgendeinem Schmied zu finden, war fast unmöglich. Das heißt, man ist in die Zwergenruinen gegangen, hatte dort seine verdammte Zwergenrüstung gesucht, wenn man sie denn haben wollte. Und hat sich dann einen Heidenscheiß gefreut, weil Zwergenrüstungen einfach cooler sind, wenn man sie sich erarbeiten muss. Dazu kommt ein weiterer Verbesserungsvorschlag, den ich hätte. Bringt den Status von Rüstungen zurück. Ich kann in Skyrim nicht nur verhältnismäßig einfach eine sehr gute dädrische Rüstung bekommen, nein, ich kann mich damit von jedem Berg werfen, den ich möchte, und die Rüstung bekommt keinen Kratzer. In der guten alten Zeit war es noch so, dass die Rüstungen kaputt gegangen sind mit der Zeit. Was dafür gesorgt hat, dass du verdammt gut planen musst. Oder anders gesagt, wenn du nicht willst, dass deine Rüstung mitten im Kampf mit dem nächsten Drachen abfällt, pflege sie verdammt nochmal. Das heißt, ich muss vorplanen, wie ist der Zustand meiner Rüstung?
muss ich ihn reparieren lassen, kann ich ihn selber reparieren, all diese schönen Sachen. Das hat zum einen dafür gesorgt, dass die Rüstungen etwas wert waren, weil man sie in Schuss halten musste und weil man sie nicht so einfach bekommen hat, hat man besser drauf geachtet. Und die Reise von A nach B wurde interessanter, weil erstens gab es kein Schnellreisen und zweitens musste man auf seine Rüstung aufpassen. Und das bringt mich zu meinem letzten Punkt. In Morrowind, also der guten alten Zeit, war es so, dass wir 8 Rüstungsteile hatten. Den Helm, den Harnisch, rechte und linke Schulter, rechter und linker Handschuh, die Beinpanzerung und Stiefel. In Skyrim haben wir noch 4 Rüstungsteile. Den Helm, den Harnisch, die Stiefel und die Handschuhe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es interessanter, wenn es viele verschiedene Rüstungsteile gibt und wenn an die verschiedenen Rüstungsteile nicht unbedingt einfach ranzukommen ist. Sicher, jeder Depp hat eine Eisenrüstung oder eine Stahlrüstung, aber um eine zwergische Rüstung zu kommen oder gar eine Dedra-Rüstung, musst du ewig unterwegs sein, das vernünftig planen. Dadurch bekommt die Rüstung Gewicht und wird interessanter für dich als Spieler. Es wird ein Statussymbol, nicht jeder Vollidiot, der 10 Minuten gespielt hat, kann mit dem Scheiß rumlaufen.